ist dies schon das Ende des Edikts. Denn wir werden jetzt mit den Geschmähten auf den Angriff losgehen, beziehungsweise wir werden den Angriff starten, um halt die Vidritenwache zu erledigen und dann endgültig das Edikt erfüllt zu haben, sodass keiner sterben muss. Es wäre doch wundervoll, wenn mal keiner stirbt, jedenfalls keiner, der wichtig ist. Und ja, die Zeit ist gekommen, sagt Marschall Erenios, während sie dir mit einem gelassenen Lächeln zunickt. Jetzt marschieren wir gegen Vedrins Brunnen, um dem Stufenvolk den Preis für seinen Aufstand zu zeigen. Sie schaut in beide Richtungen und beobachtet die Bewegungen der Eisenkrieger, die sich um die Schlacht vorbereiten. Auf die Schlacht vorbereiten, Entschuldigung. Man merkt, meine Stimme ist auch ein bisschen weg. So, Kyros Edikt wird schon bald zur Geltung kommen. Wir sollten sofort losziehen. Ich könnte deine Unterstützung gebrauchen, Schicksalsbinder. Falls du dazu bereit bist. Wir sind eine verschworene Truppe. Aber was wir an Qualität haben, fehlt uns an Truppenstärke. Wirst du mit uns in die Schlacht marschieren? Dieser Kleinkrieg zwischen Armeen gefällt mir gar nicht. Was ist mit dem Scharlachroten Chor? Wirst du mich auffordern, auch gegen sie zu kämpfen? Es kränkt uns, Kyros Frieden zu brechen. Aber Nerats Stimme ist wie ein Körperteil mit Wundbrand. Der Sorte von Krankheit, die einen unbehandelt von innen heraus tötet. Sie schüttelt den Kopf und senkt ihren Blick. Also ja. Sollte der Chor zwischen uns und unserem Ziel stehen, und das wird bestimmt so kommen, dann werden wir Blut vergießen müssen. Verdammt. Na, dann werde ich mich der Schlacht anschließen, auch wenn wir dabei Chorblut vergießen müssen. Da wir nun die Macht und Gerechtigkeit auf unserer Seite haben, werden wir eine rechtschaffende Schlacht schlagen. Unsere Truppen nehmen jetzt im Moment Aufstellung. Wir treffen uns bei der Zitadelle. Graven Ash beschützt. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt in das andere Lager gehe? Die sind wahrscheinlich nicht so gut auf mich zu sprechen. Oder besser auf mich zu sprechen. Was hält eigentlich Lyra davon? Soll ich mal Lyra ansprechen? At your service, Fatebinder. What do you need? Du hast im Scharlachroten Chor das ein oder andere übers Kämpfen gelernt. Möchtest du dich duellieren? That would be an understatement and I thought you'd never ask. Since you're obviously at a huge disadvantage, I'll let you pick our weapon of choice. Ich denke, wir sollten an einem anderen Tag kämpfen. Feel free to draw iron or bronze. Weil, kann ich euch sagen, warum? Bin weder gut mit zwei Dolchen, noch mit dem Bogen mit meinem Hauptcharakter. Ich bin Magier. Wie soll ich mich... Ach, ich kann ins Lager der Scharlachroten gar nicht mehr rein. Ort unerreichbar. Der Scharlachrote Chor hat nach der gegenseitigen Kriegserklärung der zwei Archonten das Lager abgeriegelt. Dann machen wir uns direkt auf den Weg zur Zitadelle. Und wenn wir die Rebellen niedergeschlagen haben, kommen wir vielleicht endlich raus aus diesem verfluchten Tal, was abgeschottet wurde, um uns zu töten. The Superior is just ahead of us. You'll know her as the Iron Marshal. Ja, wir haben schon mehrfach mit ihm gesprochen. Oh, eine magische Barriere. Schicksalsbinder, hierher. Der Eisenmarschall heißt dich mit einem scheppernden Salut willkommen. Der Feind hat zur Verlangsamung unseres Vormarsches nur ein klägliches Häuflein Soldaten zurückgelassen. Der Rest ihrer Krieger hat sich in der Zitadelle verbarrikadiert. Es macht keinen Sinn, sie irgendwie herauszulocken. Wir müssen den Kampf ins Innere der Zitadelle tragen. Auf diese Mauer, sie deutet nach Norden, konzentrieren die Erdhexen ihre Magie. Da der Turm so nahe ist, können sie sich bei ihren Erschütterungssigillen keine Ungenauigkeit leisten. Und wenn wir den Schutzwall durchdringen wollen, müssen wir die Magier der Verteidigung bekämpfen. Was ist mit dem Scharlachroten Chor? Das frage ich mich selbst auch. Wir sind zuerst hier eingetroffen. Was mich nicht wundert, wenn man bedenkt, wie lange es dauert, einen so ungeordneten Sauhaufen irgendwie hinzubekommen. Täusch dich nicht, ich bin mir sicher, dass sie bald über uns hereinbrechen und unser Tänzchen hier noch komplizierter machen werden.
Graven Ash hat uns für den Fall, dass uns irgendein Chormann an der Eroberung der Himmelsfahrtshalle hindern will, die Selbstverteidigung gestattet. Dies könnte bedeuten, dass wir komplett von Feinden umringt sein werden. Aber der Chor ist kaum ein angemessener Gegner. Bestenfalls könnten sie uns etwas hinhalten. Aber in Anbetracht des drohenden Edikts ist das gefährlich genug. Was können wir von den Eidbrechern erwarten? Nun, in letzter Zeit haben wir der Wache ein paar bleibenden Wunden geschlagen. Die Hauptmänner sind erledigt, ihre Kampfgruppen versprengt und wir haben mehr als 2 Dutzend erschlagene Krieger gezählt. Ihre Gezeitenwirkerin ist immer noch am Leben. Späher haben sie auf der Brüstung rüde Gesten machen sehen. Wir wissen, dass ein paar Weise, die das Edikt des Feuers überlebt haben, mittlerweile auf Seiten der Eidbrecher stehen und dass sich unter ihnen eine Gezeitenwirkerin befindet. Der Feind kann es mit unseren Kampffähigkeiten nicht aufnehmen, aber vielleicht machen ihre magischen Verbündeten dies zu einem interessanten Kräftemessen. Soll ich dem Feind nur allgemein Probleme machen oder hattest du besondere Pläne für mich? Die feindlichen Weisen wirken irgendeine Art von Schutzmagie, von der das Mauerwerk zusammengehalten wird. Du musst sie für mich zum Schweigen bringen. Geh nach Osten und finde einen Weg über die Mauer. Meine Truppen sind nicht fürs Klettern ausgerüstet. Töte die Weisen, die Erdhexen werden uns bis dahin den Weg frei machen. Und wir werden uns im Inneren treffen. Und nun bringe Kyros Ruhm. Wenn du im Kampf verwundet wirst, dann komm zu mir. Weil er mich dann heilt? Right. Moment. Send me your champion! Kampfstadt Lyra? Wen haben wir denn da? Ein Grenzläufer, okay. Dann hängen wir schon einfach im Kampf drin. Wo mir gerade einfällt. Moment. Kein sinnloses Rumgeklicke bitte gerade. Mir hat sie jemand gesagt, ich habe ja immer nur Zauber erstellt für Proof, aber es ist wirklich so, es gibt jetzt nicht für Lantry separat irgendwelche Zauber bzw. die Kernsigillen. Man muss die halt wirklich können. Und erst dann kann man halt letztendlich die Sachen auch wirklich nutzen. So, der kann gegen Magie nicht viel ausrichten. Wie sieht das hier oben aus? Der ist auch gegen Magie schwach. So, und der hat Magieschutz. Das ist nämlich eine Sonnenwache. Auf die gehen dann unser Krieger und unsere Lyra. Will do. Genau, knall die ewige Flamme da drauf. I got it. Sehr schön. Versuchen wir deinen Kollegen zu unterstützen und du wirst mal ihn zu dir herziehen. Mit der Verspottung. Ach, das läuft doch super. Außer das... Ah nee, das war schon so wie gewollt. So, du bindest ja gerade die beiden. So, du kannst versuchen, den zurückzuschmeißen. Du schmeißt mal mit deinen Messern auf ihn. Und du machst einen Schuss einfach auf den, der da unten betäubt ist. Sehr schön. Da unten sind beide ausgefallen. Get back here. Beziehungsweise der Kampf, ich wollte diesen Kampf gar nicht. Na doch, eigentlich schon. Ach, wir sind so schön überlegen gerade im Kampf. Was tut er? Stirb gefälligst einfach. Ah!
Oh, jetzt sag nicht. Ich habe jetzt keinen Spezialangriff gemacht, weil ich dachte, ach, der ist doch eh so gut wie tot. Jetzt habe ich den Salat. Jetzt stehe ich immer noch hier und schlag auf den einen. So. Dann machen wir das halt so. Ich hatte den langsamen Modus an. Was habt ihr so dabei? Leichter bronzener Helm. Ich wollte eigentlich erstmal die Kiste hier holen, bevor ich mich nach Osten begebe. Absetzverteidigung, Leder. Ich denke mal, es wird ganz gut für dich sein. Und ja, ich soll nach Osten gehen. What do we have here? Bin aber mal eben ganz cool, weil man kann ja auch gern alles mitnehmen, oder? More tallies to the body. Umso mehr Leichen, umso mehr XP für mich. So, du willst direkt einen Elektroschock wirken. Aber nicht auf den. Den wirkst du auf den hier. Du wirkst auch einen Elektroschock auf ihn. Und du wirst normal mit dem Bogen auf den feuern. Und beide. Nehmt das, ihr Rebellen. Kyros wird siegen. Wie ihr alle Schlachten gewinnt. So, der ist dem Tode nah, also sollte der jetzt einfach umkippen? Ja, schön mit dem Messerchen geworfen. Ich glaube, da ist der nächste explodiert, oder? Ah ne, die zwei Wachen haben sich abgewandt. Oh mein Gott, was mache ich hier? Das ist, wenn man dann Befehle gibt, ohne Pause zu machen, mal eben kurz. Oh, Level up. Geh mal kurz hier hin und dann gibt's beiden. Ah, der schützt uns erstmal mit dem Rüstungszauber. What do we have here? Jetzt sind ja eh schon fast alle tot. Oh, da unten ist noch was. Hochlöhrer. Na toll. So viel zu Falle entschärfen. So, er macht die heilende Berührung. Weil leider habe ich ein bisschen was abbekommen. Aber wie gut ich durchkomme ohne die Spezialangriffe, wo ich die, also wo die beiden zusammen was machen. Da denke ich auch manchmal, ja, die sind zwar ganz cool, aber man muss halt zum Beispiel, ich muss unglaublich nah rangehen mit Lyra für ihren Spezialangriff, den wir zusammen machen können. Und schon kann ich dann einfach auf Fresse kriegen. Will do. Weil, ja, man dann mit einem Magier einfach so nah dran steht. Also ist das für mich absolut ineffizient. Nur weil ich Magier bin. So, wir grainen dich mal eben ab. Du kriegst wieder noch mehr Entschlossenheit. So, und dann werden wir dich als Wächter verbessern.
So, krachendes Eisen. Plus 2 Rüstung für 20 Sekunden. Wirkungsbereich auf Verbündete. Radius 10. Bergs krachendes Eisen erhöht die Stärke der Verbündeten in seiner Nähe und verleiht ihnen für kurze Zeit einen Bonus auf ihre Rüstung. Passiv. Wache des Verteidigers. Minus 5% erlittener Schadenstyp. Wirkungsbereich auf Verbündete. Berg und Gruppenmitglieder in der Nähe erleiden reduzierten Schaden. Plus 40 Schildeffizienz. Also 40%. Wir machen erst, dass er noch mehr Gegner binden kann. Das kann alles in meine Truhe. So, ein Rastkit, ein starker Heiltrank. Ah. Jetzt können wir nach Osten gehen. Und schauen, wo wir in das Gemäuer reinkommen. See that? Did you see that? Ja, und ich sehe auch, dass wir hier einen Kampfstart haben gegen einige Gegner. So, erster Schlag auf den. Dann versucht den hier einzufrieren. Du kannst versuchen, die Ehrenwache einzufrieren. Und du ärgerst den Bogenschützen da oben. So, klopf mal auf dein Schild, verspotte ihn. Sehr schön. Learn something. Das habt ihr davon. Nimm mal deinen Bonus, dann wirst du mal eben. Moment, wo haben wir es denn hin? Das ist diese Verlangsamung. So, starke Erneuerung. Um uns alle ein bisschen zu verbessern. Lyra schmeiß ich mal eben zu Boden. Await my signal. Na komm, geh rüber, Proof. Hau bloß ab, du Mistvieh. Get back here. Wo ich jetzt warte. Und jetzt hau ihn um. Danke. So, jetzt bitte den Skill benutzen. Dass sie einfach so wenig Fähigkeiten hat, das finde ich ein bisschen schade. Da sollte definitiv ein bisschen mehr noch kommen. So, du gehst ein Stück nach vorne. Dann machen wir den Magiekegel. Also mit verlangsamtem Kampf kann man echt bedeutend besser reagieren. So, der hat Feuerschutz. Genau, nimm den Trank ruhig. Bevor wir hier ein Problem kriegen und sterben. Hm. Can't do that. Dann mach den Galaden Schlag auf den. You got it. Ow. Boah.
Da hat er den Schlag da angesetzt und plötzlich BAM! I got it. I'll take care of it. Are you afraid of death? Springt er erstmal in alle Teile. So, die Dame da hinten brennt. Will do. Sehr schön. Right. Not afraid of heights? I just need a foothold to get over that wall. Athletik 18. Vendrienbogen. Den bekommst du. Das Ding knallen wir hier noch rein. I am out of practice, but I'll try. Sonnensoldat Wurfspeer. Der kann hier hin. Was haben wir hier? Eine reißende Klinge. Gezackt. Gut. Einhandwaffe. Und die fügt Bluten zu. Mein Gott. Blüten. Nein, Bluten. Moment, sollst du die hier nicht nehmen? Danke. So, und ich habe ein Level Up. Juhu. Das hier war mehr Schaden bei Basisangriffen. Schildschlag, das macht ja alles keinen Sinn. Auch die Schildeffizienz, was soll ich damit? Schnellere Waffenwechsel. Verleiht der Fähigkeit Stoß, ja, das kenne ich ja. Plus zwei Gruppen Schnellauswahlplätze. Wirkungsbereich auf Verbündete, plus 50% Trankeffizienz. Plus zwei Zauberplätze. Bei Treffer mit Waffe. Gegner verglichen mit Parieren geschwächt für 37 Sekunden. Stärke um 5 reduziert. Arkane Ansturm. Naja, solche Sachen muss ich auch mal mitnehmen. Da fällt mir ein. Den können wir noch lernen. Sigil des Frostfeuers. Ah, hier wäre das. Ach so, das ist dann eine Kombination aus Feuer und Frost. Ach du Scheiße, wie viel Wissen man da schon für braucht. Reichweite, Wirkungsbereich, Dauersigil, dann würde der länger brennen im Magierfeuer. Will do. Ah, jetzt hat er sie auch mal genommen. So, du nimmst den Bogen, den neuen. Wo haben wir ihn? Oder? Macht keinen Unterschied, sind beide gleich. Zum Bogen, den die jetzt schon benutzt. Na gut, dann halt nicht. Hier, du kriegst die zwei Heiltränke hier unten rein und die zwei mittleren. Die anderen haben alle noch Heiltränke gesetzt. Will do. Upsala. Awesome. Oh, stitch me up. Diese verdammten Schmerzen. They won't see me coming. Ich mach noch ein bisschen EP durch Pfeilen entschärfen.
Weil es ja auch gut für den Listwert. So, junge Dame hat auch ein Upgrade. Plus 20% Erfahrung, Athletik, Bögen und zwei Waffen gewinnen. Geboren aus Blut und Feuer, erhalte Immunität gegen die Beeinträchtigung brennend und blutend. Plus 25 Verteidigung beim Absetzen. Verwendet Ausweichen statt Parieren für den Nahkampf. Improvisierter Angriff. Entfernt Erholungsmalus. Beute lähmen. Rüstungsdurchdringen. Unglaublich. Die Sachen hier unten sind wieder... Ja, normalerweise die ist ja auf Sachen ausgelegt, dass du wirklich beides machen sollst. Du sollst klingen und den Nahkampfangriff machen. Aber ich lerne bei der jetzt das Lähmen. Da habe ich wenigstens einen netten Effekt. Will do. So, mein Freund, das soll zu dir kommen, wenn ich verletzt bin. Oh, krass. Ja, klar, warum nicht? Da haben wir die Verwundung weg, wenn wir jetzt über die Mauer hüpfen. Und wir haben ja eh noch 4 Tage Zeit, hier die Sache für uns zu entscheiden. Gibt also Schlimmeres.